Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK. Heute nicht PlayStation 4, denn heute wollte ich mit euch mal die neue Map anschauen. Also ihr wisst schon, am 4.7. kommt die Map Ragnarok für die PlayStation und für die Xbox. Und ich dachte mir, okay, möchte ich euch mal ein bisschen was vorwegnehmen. Ich möchte mir die Map heute mit euch anschauen, denn ich bin gerade auf der PC-Version, wie man sieht. Und hier unten, ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt, das lösche ich ganz kurz. Und dann schauen wir mal zusammen rein und dann werden wir uns mal die Map zusammen angucken. So, Freunde, willkommen auf der Map Ragnarok. Diese Map wird am 4.7. auf den Konsolen kostenlos zur Verfügung sein. Wir sind momentan auf dem PC, dass wir uns mal so einen kleinen Überblick verschaffen können, wie es dann in Zukunft bei uns weitergehen wird, gerade auch auf dem Server. Ob es auf dem Server laufen wird, weiß ich noch nicht, denn die Map ist ein kleines bisschen größer als The Island und bei The Island haben wir schon manchmal so ein paar kleine Serverprobleme, aber vom Aussehen her, vom Umfang her, wird Ragnarok momentan, sagen wir es so, die weitläufigste, größte und ja, vielfältigste Map von allen sein. Zumindest von den offiziellen, also erst inoffiziellen Mod-Map und jetzt bald offiziell. Bei PC schon offiziell, ich weiß, ich rede scheiße. Wir gucken uns mal ein kleines bisschen um. Hier, ich habe mir mal mein Startgebiet ausgewählt und bin jetzt gerade im Spectator-Modus, dass wir uns ein bisschen umschauen können. Auf Konsolen, ihr wisst, der Himmel wird dort nicht so schön aussehen. Die Wolken gibt es nämlich leider auf den Konsolen nicht. Das ist nämlich dieser True-Sky-Effekt. Also ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen, wie es auf Konsolen aussieht. Da wird es denn bei uns genau so aussehen, weil diese Wolken haben wir leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass nahe Zukunft das, ja, wie soll man das sagen, nachgepatcht werden kann. Ich weiß nicht, ob die Konsolen, also die jetzigen Generationen, die Xbox One X soll es unterstützen, die PlayStation, die normale Xbox, also auch PlayStation Pro, momentan leider nicht. So, ich habe es wieder angemacht, weil es einfach ein bisschen schöner aussieht, auch gerade wenn man zum Beispiel mit dem Petri oder so ist, da kann man immer so schön in die Wolken fliegen und sich da oben drin verstecken. Ich zeige euch das mal ganz kurz, einfach mal so ein kleiner Random-Gag nebenbei. Ich finde es richtig geil, wenn man sich oben so drin versteckt und die anderen sehen dann halt nicht. Noch ein kleiner Nebeninfo, ich habe es auf der offiziellen Seite gelesen. Crossplay wird erstmal nicht kommen. Also Crossplay für die PlayStation-Besitzer. Ab 8.8. wird der Crossplay für Xbox freigeschaltet. Das heißt, PC-Spieler und Xbox-Spieler können zusammenspielen, auch auf gemieteten Servern. PlayStation-Spieler nicht. Ist zwar wieder ein kleiner Rückschlag, gerade für die PlayStation-Spieler, aber müssen wir halt erstmal mitleben. Und ja, ich will mal zu den Strukturen kommen, zum Aussehen der Map. Wir fliegen ein kleines bisschen rum und schauen uns mal alles an. Zum Beispiel hier haben wir eine hübsche Burg, die natürlich Vorbehalt für mich natürlich auf dem Server erstmal gelten wird. Die werde ich mir sofort kapern. Also wir haben hier natürlich ein Spinnenproblem. Also ich muss sagen, auf diese Map sind sehr viele Insekten und Spinnen. Das ist mir schon mal aufgefallen. Ich habe schon mal einen kleinen Rundflug gemacht, damit ich hier nicht nur Grütze rede. Die Burg ist eigentlich ganz cool. Wäre allerdings das perfekte Versteck, wenn man sich da irgendwo, ja, reinpflanzt, aber ihr seht schon, wir haben Dungeon-Tiere hier, wir haben hier Spinnen, wir haben hier Fledermäuse, die müssen wir natürlich erstmal ein bisschen rauskriegen und ihr seht, es sind viele, es sind sehr viele und wenn du die rausgetrieben hast, dann kannst du die Burg dein eigen nennen und hast eigentlich sozusagen schon mal eine gute Basis, wenn du gerade noch ein bisschen zubaust und ja, dann bist du eigentlich schon fluggesichert, gut, du hast hier einen Flugplatz, wenn du ein paar Turrets raufbaust, ist das eigentlich schon mal für den Anfang schon eine fette Base. Wir wollen aber nicht nur von Basen reden, sondern wollen uns auch mal ein bisschen die Umgebung anschauen. Ich finde sie eigentlich recht schön. Also mein PC ist jetzt momentan auf High eingestellt, nicht auf Ultra, denn ich muss nebenbei noch aufnehmen und dann würde mein PC einfach mal vollfett crashen. Ich habe es schon probiert, aber OBS unterstützt es dann nicht, wenn ich in Ultra reingehe und auf Aufnahme drücke. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann machst du es halt auf High, gehst natürlich auf 60 FPS und dann müsste es natürlich auch klappen, dass wir uns das so hier anschauen können. So, ein Delta-Gebiet finde ich ganz cool, gerade mit den kleinen Wasserfällen muss man sich natürlich gucken, wo baut man am besten mal sowas. Ich meine, oh, guck mal, da. Ein Greif. Hallo. Ich finde diese Viecher ja cool, ne?
Ja, ich habe bis jetzt noch keinen gezähmt. Das hebe ich mir natürlich auf, wenn die Map für die PlayStation rauskommt. Manche fragen sich, warum spielst du es denn eigentlich nicht auf dem PC? Das liegt daran, es macht jeder auf PC und auf PlayStation fast niemand. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du machst es halt auf PlayStation. So, wir gucken nochmal ein kleines bisschen rum. Ich kann euch mal schon sagen, die Map wird alles, also alles insgesamt haben. Damit meine ich, es hat viel von The Center, hat auch natürlich die Wälder von The Island. Und auch wenn ihr den Add-on nicht habt, Scorched Earth wird dabei sein. Also bis jetzt noch nicht. Die Tiere gibt's hier schon, also die Drachen, also die Wyvern oder Wyvern, wie ihr sie auch immer nennen wollt, die gibt's hier in dem Spiel. Es gibt hier auch sämtliche andere Tiere, die bei Scorched Earth da sind, die es auf The Island, The Center nicht gibt. Zum Beispiel hier sehen wir schon, ich weiß die Namen leider nicht, aber diese Heuschrecke, die gibt's eigentlich auch bloß auf Scorched Earth. Die werden wir natürlich bei Ragnarok dabei haben. Und natürlich hier die Feuerinsel, und ihr könnt euch denken, was auf, na gut, Feuerinsel nicht, die Feuerlande, sagen wir es mal so. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was in der Feuerlande sein wird. Na klar, die Wyvern oder Wyvern, ne? Also die Drachen. Das sind die Drachen ohne Arme. Wenn man das so sagen will. Wenn es ein richtiger Drache ist, hat er natürlich 4 Beine, aber die haben ja nur 2 und laufen auf den Flügeln. Hier haben wir natürlich die Drachen an sich, also die Eisdrachen habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt Feuer, Poison, also Gift, und die Lightning, also die Blitzdrachen gesehen, aber leider noch keine Eisdrachen. Ich weiß nicht, wo sie sind, ich weiß nicht, wie sie aussehen, und du bist ja auch ein Exot, oder? Du müsstest eigentlich... Hä? Bist du Poison oder bist du Feuer? Du siehst so bunt aus. Na, ist Poison. Also von der Kopfform kann ich gucken, dass es Poison ist. Und Dracheneier, ich schau mal ganz kurz, ob hier irgendwo welche sind. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Ich war vorhin einmal durchgeflogen. Aber mir ist nichts aufgefallen. Nee. Ich weiß nicht, ob die Nester schon integriert wurden. Also es fehlt noch ein bisschen was auf der Map. Die ist noch nicht zu 100% fertig, sage ich euch jetzt schon mal. Aber keine Eier. Das kann natürlich einiges ändern. Aber ich denke mal, dass sie jetzt bald dazukommen werden. Oder? Hier ist noch eine Höhle. Nee, dort waren auch keine Eier drin. Naja, vielleicht kommen die noch dazu. Ich flieg mal wieder hoch, denn wir gucken uns erstmal die große Wiese, wie ich sie gerne nenne, an. Und hier, ja, wir haben hier sehr viele Drachen. Also die werden hier alle vorne rumfliegen. Aber hier haben wir natürlich den idyllischsten Ort ever. Also diese Wasserquellen, die wir vorne sehen, die kenne ich eigentlich nur aus Scorched Earth. Und die werden jetzt auch überall verteilt sein. Ich habe jetzt schon mehrere unterwegs gesehen beim Durchfliegen. Und passt mal ganz kurz auf, ich habe hier einen richtig coolen Ort. Erstmal für die Baulinge unter euch, also für die Bauern, ne? Hier ist auch ein schöner Ort, hier habt ihr gleich noch einen Wasserfall. Wenn ihr oben an den Klippen baut, könnt ihr das mit der Brücke hier vorne nutzen. Also die Brücke schneidet hier sehr gut ab. Ich weiß, im PvP müsst ihr um euch rumsichern, aber ihr habt natürlich eine übelst geile Location. Ich weiß, die Location, die interessiert meistens keinen. Du willst ja halt bloß, sagen wir so, einen produktiven Fleck haben, wo du auch an viele Ressourcen kommst und ja, guten Schutz hast. Aber hier vorne war ich ziemlich angetan. Hier vorne gibt es nämlich einen richtig geilen Leuchtturm. Und ich habe schon mal reingeguckt. Von hier oben, passt mal auf, ich zeige euch das mal, hat man so eine richtig geile Sicht aufs Land. Ich finde das richtig cool, weil du hier vorne halt die Steppe hast und da hinten den Redwood. Und ich muss sagen, der Redwood, da kommen wir auch gleich hin, der ist riesig, Freunde. Der ist wirklich riesig. Also wenn ihr euch da drin versteckt, da findet euch so gut wie keiner, außer der weiß, perfekt die Koordinaten. Wir fliegen da ganz kurz mal hin und schauen uns das mal an. So, wir sind unten angekommen, da ist der rote Obelisk. Und wenn wir jetzt hier oben hochfliegen, also hier ist natürlich Steilklippe. Also da wird sich natürlich keiner hinbauen, das ist klar. Weil alle wissen, wenn man an so einer Klippe baut und wenn von oben die Terrorbirds runterfallen, dann fallen die genau in die Basis rein. Und das wäre natürlich ziemlich kacke. Aber hier oben hat man natürlich große freie Flächen, wo man sich richtig geil verstecken kann. Von oben sieht das natürlich jetzt nicht so aus, weil ihr wisst, auf einer bestimmten Entfernung wird die Grafik ein bisschen gemindert. Ihr seht jetzt unten das Gras, wie es aufploppt. Ich habe es zwar auf volle Reichweite eingestellt, aber es ploppt halt immer noch mal ein bisschen nach. Und ich finde das hier richtig idyllisch, Freunde. Gerade hier, das ist dichter. Also wenn es so richtig dicht besiedelt ist und man hier unten die Wasserfälle hat, ich finde das richtig geil.
Schaut euch mal schöne, klare, bläuliche Wasser an. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem Part, der ja sozusagen noch nicht fertig ist im Spiel. Denn die Map ist ja, glaube ich, erst zu 70 oder 75% fertig. Und zwar, ihr seht hier schon die Mauer. Und ich denke mal, es wird nicht lange dauern nach ein paar Patches. Also das ist ja eine Mod-Map. Eine Mod-Map, die offiziell auch für die Konsolen rauskommt. Und die Mod-Entwickler arbeiten natürlich weiter an dieser Map. Und ihr seht schon, hier hinten ist der Scorched Earth-Abteil. Also das heißt, ja, die verbrannte Welt, die wir hier hinten haben. Und es sind noch keine Gebäude, es sind noch keine großen Ebenen da. Aber was schon da ist, ich weiß, das hinten flackert. Pass mal auf, was schon da ist, wenn wir hier mal einmal runtergehen. Es sind die Tiere schon da. Also alle Tiere von Scorched Earth, die werden hier auch zu finden sein. Gut, die Schlangen kennen wir ja. Hier haben wir noch die Käfer, die halt Öl produzieren oder Wasser. Hier haben wir natürlich hier auch die Gottesanbeterin und ich habe hier auch, glaube ich, Thyrkoleos schon gesehen. Also die Thyrkoleos, die sind zwar auch im Redwood, aber ich habe sie hier auch schon gesehen. Da hätten sie... Ach, hier, pass auf, hier. Ich weiß die Namen leider nicht, sorry, Freunde, aber die haben wir natürlich auch da. Also wie gesagt, es sind alle Tiere hier, die es auch in Scorched Earth gibt. Wenn dieses Gebiet später mit ein paar Updates noch oder, ja, ein paar Patches freigeschaltet wird, da liegt ein Ei. Okay, der Skorpion hat ein Ei verloren. Sollte man nicht sagen... Könnte für das männliche Tier peinlich sein. So, was war da hinten? Ihr seid auch da, die Aasgeier, die gibt es hier auch. Und da ist auch ein Thyrkoleo. Also, wie gesagt, Miezekatzen wird es natürlich auch geben. Und ich bin froh, dass die jetzt wirklich alle Maps mal in einer verbinden. Und das hatten wir ja vorher nicht. Vorher konnten wir halt The Center spielen, konnten wir The Island spielen und natürlich auch Scorched Earth. Aber ich finde das cool, dass jetzt wirklich alles in einem ist und man wirklich dem Spieler das bietet. Der könnte zum Beispiel im Wald bauen, er könnte also im Urwald bauen, er kann Redwood bauen, er kann in der Eiswüste bauen und natürlich auch in der richtigen Wüste, hier gerade wo es ein bisschen wärmer ist. Und man natürlich einen höheren Schwierigkeitsgrad sozusagen hat, weil ich denke mal, dass mein Tribe sich in den Laufe der Updates natürlich in die heißen Gebiete ziehen wird, gerade auch, weil das Überleben eigentlich nur mal ein bisschen schwieriger ist, gerade wenn Sandstürme zum Beispiel dazukommen. Ich weiß nicht, ob es das gibt, Sandstürme, Gewitter, bei Scorched Earth gibt es das. Ob es hier kommen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber mal, weil es dann, ja, dem Spieler sozusagen ein kleines bisschen erschwert und das würde ich halt ziemlich feiern. So, wir gehen aber noch ein bisschen weiter. Wir sind immer noch außerhalb des Gebietes. Da vorne ist immer noch der Rand und hier entstehen auch noch ein paar größere Gebiete. Da vorne haben wir noch kleinere Inseln, die wir später besuchen können. Wie gesagt, das ist hier alles noch nicht fertig. Das kommt erst noch. Also nicht sagen, das ist voll kacke, das ist gar nicht da. Ich habe das jetzt gespielt. Es ist jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt rausgekommen ist und ihr guckt jetzt erst das Video, das ist noch gar nicht da, das ist scheiße und so weiter und so fort. Es kommt, Freunde, es kommt halt bloß ein bisschen später, weil die Mod-Entwickler halt keine große Firma sind. Sie arbeiten in kleinen Kreis an der Map, aber dafür haben sie schon ordentlich was hingezaubert. Und hier wird anscheinend der Redwood sogar noch ein bisschen vergrößert werden. Wir gehen mal ganz kurz rüber auf die andere Seite nochmal, damit wir nochmal ein bisschen was haben, was Real Map sein wird. So, wir sind wieder im, wie soll ich sagen, im Real Map Gebiet, also das Gebiet, was schon enthalten sein wird. Und pass mal auf, hier haben wir noch ein paar richtig coole Orte. Ich habe euch jetzt nur außen den Rand gezeigt. Wir sind aber noch nichts inner geflogen. Übrigens, da hätten sie doch noch mehrere kleine Inseln mit Sumpfgebieten und so weiter und so fort. Aber hier zum Beispiel bei den Eisgebieten, ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Pinguin gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr könnt unter Wasser fliegen. Auch nicht schlecht, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber schaut euch mal hier diesen riesengroßen See an. Und natürlich auch andere riesengroße Gebiete, die wir natürlich auch erst im Laufe des Spiels dann kennenlernen müssen. Ich meine, im PvP, da wird man eine richtige Reise haben, bis man zum anderen zu kommen, ne? Und das kann man sich dann ja gut ausmalen, was du da wirklich für Wege hast. Oder zum Beispiel hier dieses große Canyon-Gebiet sieht auch ziemlich nice aus. Gerade die Plattformen und so, die bieten einen natürlich ein gutes Baukonstrukt. Also man kann hier, ihr seht auch schon Ressourcen, Metalle und sowas, alles sind hier recht gut vertreten. Also wenn man sich hier zum Beispiel baut und jemand angreifen will, der... Ja, das würde auffallen, weil sie müssen entweder fliegen oder müssen sich natürlich mit Thyrkoleos oder so weiter die Wände hochkrabbeln und können natürlich groß auch keinen richtigen Angriff starten. Aber das werden natürlich die Taktiken und so, werden wir alles im Laufe des Spielgeschehens, wenn es dann auf den Konsolen rausgekommen ist, erleben. So, und jetzt schaut mal,
was wir jetzt hier in dieser heißen Quelle haben. Ja, ihr habt gesehen, da unten erstmal viel Kristall drin und natürlich auch überall auf der Map sind halt versteckte Drops. Also nicht nur die von oben runterkommen, davon haben wir auch einige, aber wenige. Es sind überall versteckte Drops und das finde ich auch ganz cool, weil vorher war es immer so, wenn du einen Blueprint haben willst, dann brauchst du bis an den Himmel gucken und siehst ja, wo die Dinger runterkommen. Hier sind sie deutlich seltener, natürlich auch bessere Dropchancen und du hast natürlich an den kleinen Stellen halt auch so diese Mini Drops und findest halt auch sehr gute Items. So, wir schauen mal ganz kurz weiter, was wir hier noch so alles finden. Also Wasserfälle, mit Wasserfällen, da haben sie es getan, ne? Also Wasserfälle haben die Entwickler sich gedacht, also die Mod-Entwickler, ja, wir machen da so viele Wasserfälle rein. Wasserfälle lieben die Menschen. Und ja, es sieht auch geil aus. Wir können mal kurz schauen. Da hinten sieht es so aus, als wenn man da durch kann, oder? Ja, man kann sich dahinter verstecken. Da war jetzt zwar nicht viel zu sehen, aber ich flieg mal in den großen rein. Ja, im großen ist leider nichts. Vielleicht in dem daneben. Oh, schaut mal hier. Es wird bestimmt einige geben, die sich genau hinter dem Wasserfall verstecken, genau wie der Tyrannosaurus hier. Und das finde ich halt auch cool. Man hat so richtig viele Verstecke, man hat viele neue Dinge, die man sehen kann. Und ich freue mich riesig, wenn diese Map rauskommt. Gerade wenn wir immer solche Augenweiden haben. Gut, Freunde, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese kleine Map-Vorschau, ich habe jetzt nicht allzu viel gespoilert, ich habe jetzt vieles einfach mal ausgelassen, damit ihr den Forscherdrang halt selber habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war hilfreich und ja, wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao!